Lithium? Scheiße, ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0,0 nach Hause. Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Das werden wir sicherlich auch nicht gehört haben, sondern sehr schön. Schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Tja. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Metro Last Light. Ihr habt gesehen, der Speicherpunkt war offensichtlich kurz davor, vom letzten Mal aufhören. Ich habe die Steuerung komplett wieder vergessen. Also ziemlich komplett. Aber ich habe gerade eben erst eine Runde Counter-Strike gespielt, deswegen kann ich so schlecht gar nicht sein. Ja, nee. Ah ja, also ich kann gerade nicht viel steuern, ich steuere eigentlich gar nichts genau genommen. Wir haben Informationen bekommen, aber wir haben auch eine wunderschöne Knarre weiterhin. Naja, super, ducken genau. Ja, so ist das. So, der Schwarze ist an Händler der Hanse verkauft worden und Flucht. Finn und rette Pavel, versuchen den Alarm nicht auszulösen. Okay. Weiter geht es. Ich glaube, Messer war ein F oder sowas. Warte mal, kann ich das knacken? Nee. Schade, schade. Okay, und diese Lampe da unten leuchtet, wenn ich gesehen werde. Oder wenn ich nicht gesehen werde. Eins von beiden. Gut. Haben wir das wieder hin? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich schnell speichere. Das müsste man leider, entschuldigen. Letzten Speicherpunkt laden. Ach, es gibt keinen Schnellspeicher. Gut, dann kann ich das mir auch schenken. Du bist nicht mein Freund. Die sind alle irgendwie so richtig meine Freunde. Mutter ist eine Nutte. Na also, geht doch. Und da sie eine Nutte ist, sag ich doch Bescheid. Jetzt weiß ich, dass du verrückt bist. Oh, oh, oh. Wenn du hier bist, passt niemand auf dein Lager auf. Wir versuchen uns mal ein bisschen ungesehen lang zu begeben. Da bin ich ja ein großer Künstler drin. Hier sind zwei, oder? Sind das drei? Oben ist mal einer, der kann ja schon mal weg. Wenn F wirklich das Messer war, dann habe ich jetzt gleich einen gemesserten Soldaten. Aber bis dahin unsere Leute sind Gott weiß wo. Scheiße. Das könntest du genauso gut selber machen. Hier sind gar nicht mal so wenig. Kann ich irgendwas machen eigentlich? Ich gehe relativ sorglos hier rum, kann das sein? Einer, zwei, dort treffen sie sich. Werden die eigentlich keine anderen gesehen? Gut, hat gut geklappt. Hat hervorragend geklappt. Ja, ich bin fast tot, versteh's schon. Komm, füll mich ganz kurz mal, dann kann ich wieder neu laden. Das war ein Fail von mir, letzten Speicherpunkt laden, natürlich. Vergiss nicht, Taschenlampen, Nachtsichtgeräte immer aufzuladen. Ja, das mache ich. So, ganz kurz. F ist doch Messer, oder? Oh. F ist Flashlight. Ein Toter! Alarm! Das könnte problematisch werden jetzt. Okay. Da ist jemand. Verstärkung ist unterwegs. Sag mal. Würdest du deinen Kopf wohl bitte mal mit ein bisschen nach links halten? Ach, da ist jemand. Ja, ja, das tut ihr. Irgendwann hat er eine ziemlich ordentliche Knarre. Hatte ich keine Munition mehr? Kann das sein?
Gut. Eins will ich wirklich mal langsam rausfinden. Und zwar Waffen mit Ziel nachladen, Sekundärwaffe. C. C ist die Sekundärwaffe? Okay. Ja, gut, dann habe ich wohl C. Letzten Speicherpunkt laden, wäre super. Und es ist auch mal reich mal so gut hier oben zu sein. Ich meine, schön, ich kann jetzt hier sein. Das nützt mir aber jetzt an sich gar nicht mal so viel. Weil hier oben ist relativ viel Licht auch. Ich habe gehört, man bekommt ein Magazin für jeden getöteten Kommunisten. Ach so, hier geht noch weiter. So, hab ich noch eins? Vielen Dank. Okay, ich wurde nicht gesehen. Weiter geht es. Da ist jemand alleine. Das ist ja dumm für dich. Jetzt brauche ich kurz mal zurück. Oh, oh, oh. Du musst es leicht nicht mitnehmen können. Also wenn du jetzt hier rüberkommst, hätte ich natürlich ein kleines Problem. Gut, hier könnte ich wahrscheinlich fliehen. Oder kann ich hier fliehen? Wer ist da? Niemand. Okay, das war offensichtlich ein moralisch verwerfliches Ding. Hätte ich nicht machen sollen? Wurde schon gesagt in den Kommentaren, dass, immer wenn der Bildschirm so ein bisschen grau wird, ist es nicht gut, also ich sollte nicht unbedingt unbewaffnete Leute töten. Okay, das war sowieso ganz schön sinnlos, weil also nur der Koch. Und hier kann man möglicherweise raus. Okay, mache ich, aber erstmal will ich Pavel befreien. Bevor Pavel dann noch zu Tode geprügelt wird. Aber hier ist eine Waffe. Ach ja, guck mal. So unbewaffnet war er doch gar nicht. Okay, er war unbewaffnet. Okay, er war unbewaffnet, ich verstehe. Kurz mal nachladen und jetzt mal den Pavel befreien. So, mal, da ist jemand, der kein Freund ist. Da ist ein weiterer, der kein Freund ist. Okay. Ich hoffe, ich fand mir nicht von einem Kommunisten angefallen. Ja, ja. Genau die richtige Stelle dafür zu sein. Halt das mal kurz. Dankeschön. Öffne Waffenausrüstungsmenü, meine Waffe auszuwählen. Halte Tabulator gedrückt. Gleich. Ich muss erstmal ganz kurz hier ein bisschen für Stimmung sorgen. Hey, was zum Teufel war das? Gar nichts. Beruhige dich. So, Schrotflinte brauche ich nicht. Ich gehe erstmal kurz da raus und bringe noch ein paar Leute um. Ist das ein Fahrstuhl? Oh ja. Okay, dann halte ich ja ganz kurz Tabulator gedrückt. Okay, wie ist das gemacht? Ah, mit Mausrad, okay. Nee, ich kann ruhig bei der Waffe bleiben, die ist ganz gut. Ja. Gut, das ist also mein Waffenmenü, schön zu wissen. Ich würde jetzt erstmal alle töten, bevor ich hier großartig. Nö. Hey! Bevor ich hier großartig mir die Leute, die Ausrüstung oder sowas ansehe. Alle mal aufpassen. Lebt da noch jemand? Das ist ja schlecht. Wurfmesser. Dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Warte mal. Nee, ich dachte ganz kurz. Sah aus wie ein Samovar, Entschuldigung. Also so praktisch so ein russisches Gerät, um Tee herzustellen. Letztendlich, was ich sehr lustig gefunden hätte. Für Faschisten. Was ist denn jetzt das hier? Ah, ist eine auseinandergebaute Waffe. Den Helm könnte man vielleicht ganz gut gebrauchen. Ach, das ist verschlossen. Also können wir wirklich nur durch die... Ach, okay. Gut. Müssen wir also wirklich hier durch. Hätten den Herrn gar nicht töten müssen, wahrscheinlich auch. Müssen also wirklich hier durch das, in das Gewächshaus eindringen. Ich verstehe. Gut. Ich glaube, langsam bin ich wieder so ein bisschen drin. Achtung! Der Alarm ist noch nicht.
an. Scheindurchgänge sind noch auf freiem Fuß. Bleiben Sie achtsam. Alle verdächtigen Personen werden bei Sichtkontakt erschossen. Okay. Wechsel in einer halben Stunde. Gut. Hast du das gehört? Der Alarm gilt noch immer. Du könntest wenigstens deine Waffe bereithalten. Ich habe meine Waffe in meiner Hose, während du deine im Puff abgegeben hast. Ja, diese Waffe wird uns verfickt viel helfen, wenn die Roten kommen, um deinen Arsch zu holen. Ist das eine Granate? Hey, Leute, jemand hier! Ja, kann ich das bitte nochmal haben? Guten Tag. Gib mich bitte mal, dankeschön. Komm, macht was. Macht was. Ich muss mir doch mal meine Wofa wechseln. Die wurde wohl offensichtlich ganz unauffällig. Ja, brauchen die mich zu töten, mein Gott. Die wurde wohl doch ganz unauffällig ausgewechselt. Ich dachte ganz kurz, dass ich ein Messer werfe. Offensichtlich nicht. Darf ich einfach eine Granate? Ist doch auch schön. Vielleicht drücke ich noch mal längere Zeit die Tabulator-Taste. Guck meine Wurfwaffen noch mal an. Ich hätte gerne diese da. Okay. Ich muss also nicht bestätigen, ich soll also einfach nur mit dem Mausrad drauf. Das ist schon sehr. Oder mit der Maus so drauf wischen. Das ist schon sehr für Konsolen gemacht, teilweise. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber man muss es halt wissen. Das muss man immer sagen. So, sagst du noch irgendwas? Nein. Leih ich kurz mal den Schuss nach, den ich gerade abgegeben habe, und werf jetzt hoffentlich ein Messer. So, wenn hier drüben Leute standen, dann kann ich den hier vorne erst werfen oder abwerfen, wenn er ein bisschen weiter weg ist. Ungefähr jetzt. Halt es mal. Okay. Du störst das schon so ein bisschen. Ach, sei es drum. Sag mal. Dein verdammter Kopf! Mist, ich hab mein Messer weggeworfen. Keine so gute Idee. Hab ich eine Taschenlampe an? Okay. Ich will gerne einmal dein Kram. Dein Kram. Bleib ruhig sitzen. Das da. Wo ist das Messer? Mist, mein Messer ist weg. Ich habe gerade erst aufgesammelt. Okay. Dann. Oh, da ist jemand. Ein Messer müsste ich noch haben. Ich hätte ja mindestens drei Messer gehabt. Kann ich offen. Wie wäre es mit dieser Stelle? Sichtlich durch. Hier ist nichts passiert. Wo ist die Türen hin? Okay. Jetzt ist er drüben. Wir haben es gerade verfehlt. Sehr lustig. Suchen wir ihn. Ausschalten reicht. Was für ein... Muss er nicht jeden töten. Danke. Hier ist noch eine Lampe. Okay, gut. Hier kann ich auch nochmal durch. Ich will aber ganz gerne den Herren hier auf der, genau, auf der Balustrade noch mitnehmen. Damit ich ein Messer wieder zurückbekomme. Ach, guck mal, da ist noch jemand. Warten. Okay, das war schlecht. Das war besser. Wie konnte ich nochmal gehen? Nee, ach, ich habe keine Gasmaske auf. Das ist einfach nur meine Sicht, die an sich verwischt ist. Das ist ja schlecht. Okay, ich habe jetzt wieder ein Messer verbraucht. Ich habe also jetzt nur noch zwei Messer oder so. Okay, verstehe ich. Gut, weiter geht es. Vielleicht ein bisschen besser. Die Lampe kann ruhig ausbleiben. Ich gucke erstmal ganz kurz, was ich hier finde. Okay, hier kann ich durch Luftschächte krabbeln, was vielleicht einfacher ist. Oder beziehungsweise unauffälliger ist es, wenn ich jetzt irgendwie um mich schieße. Und hier geht es wahrscheinlich zum regulären Weg runter, oder? Aber hier war auch eine Treppe, nicht wahr? Oder eine Tür. Gut, machen wir es anders. Ich gehe mal in den Luftschacht runter.
Ich versuche ja, etwas unauffälliger zu bleiben. Und tatsächlich schafft es, glaube ich, dieses Spiel sogar, mir das zu gestatten. Also ich bin ja sicher kein so großer Schleicher, wie ihr vielleicht wisst. Oder wie ich vielleicht zumindest immer wieder behaupte. Information, okay. Aber dieses Spiel hat tatsächlich die Möglichkeit, mich schleichen zu lassen. Flucht, finde und rette, bla bla, genau. Finde den Schalter, um das Doppeltor zu öffnen. Welches Doppeltor? Also, warte mal. Längere Zeit M drücken, um das Ding wieder wegzumachen, genau. Hier komme ich wohl nicht lang. Gehe ich also erstmal hier lang. Übrigens, die Kugeln auf dem Boden fallen zu lassen von so einem Luftschacht ist bestimmt total leise. Okay, 1, 2, 3 schon mal. Das wird richtig schlimm. Hier muss ich echt aufpassen. Ach, hier geht mal Treppe hoch. Ach ja. Okay, hier geht es also runter. Warte mal, da würde ich mal schon ganz gerne wissen, was da hinten in der Tür ist. Wahrscheinlich ist da eine Doppeltür. Okay, gut. Okay. Hier muss ich auf jeden Fall runter. Habe ich hoffentlich nicht gesehen. Höre ich gerade einen Alarm? Ne, sind alle noch relativ friedlich. Warte mal, ihr seid doch gar keine. Doch, ihr seid Gegner. Habt ihr kurz die Musik gehört? Okay, geh mal hier runter. Licht kann wirklich mal aus sein. Achso. Ich war ja Leiter dran. So. Ein Ventil, aber nicht das, was ich brauche. Da hinten ist auch mal jemand, der nicht mein Freund ist, aber er sieht nicht zu mir. Das ist ganz gut. Guckst du zu? Die sagen, er wird hängen. Ich habe genug Hinrichtungen gesehen. Obwohl, ich sollte meinen Sohn vielleicht mal zu einer mitnehmen. Er benötigt in der Schule immer daneben. Ich sollte ihm mal zeigen, was schlechte Schüler erwartet. Und was, wenn sie diesen Rotten verschonen, ihn zum Tunnelgraben verdonnern? Ha, im Leben nicht. Die Schüler wartet bereits auf ihn. Okay. Was bringt es überhaupt, einen Typen hängen zu sehen? Er baumelt und die Pisse läuft ihm an den Beinen runter. Ja. Haben wir doch alles schon gesehen, oder? Das ist gut für die Moral und festigt die Disziplin. Scheiß auf diesen Kommunisten. Lass uns Karten spielen. Mit Patronen als Einsatz. So. Habe ich mir also erstmal einen Weg gebahnt in nach oben. Ich weiß nicht, ob das besser war. Aber bisher ist auch noch niemand gestorben, nicht wahr? Mach mal aus, das Ding. Schade, dass man hier nicht so viel selber machen kann. Kann man hier Schlösser knacken irgendwie? Überall sehe ich dieses Schloss. So, ich muss mal kurz ein bisschen orientieren, wer denn so wo sich aufhält. Da hinten sind auf jeden Fall noch zwei Leute mindestens. Okay, und hier vorne sind auch zwei Leute. Aber ich kann scheinbar hier lang. Und hier oben auf dem Steg stand doch gerade noch einer rum. Oder war das die Wache, die hier sowieso, die ich gerade ausgeschaltet habe? Vielleicht muss ich die hier nicht irgendwie töten. Guck mal, hier hätte man auch lang kriechen können. Wir können noch eine Etage höher. Das wäre auch keine schlechte Idee. Ich glaube, das mache ich mal. Wenn ich irgendwie hier hochkomme, wohlgemerkt. Ah ne, diese Leiter. Ach so. Gut. Lass einfach hier hochgehen. Okay. Ach komm. Mist. Ich muss nur mal runter, mein Messer ist weg. Ach Gott, nein. Da komme ich doch nicht mehr. Oh Gott, ist das furchtbar. Da komme ich doch nicht mehr rein. Ich glaube, ich habe noch ein Messer. Oder ist eine Leiche noch irgendwie hier verfügbar für mich? Hehe. Na, das sieht nicht so gut aus. Shit. Verdammtes Ragdoll-Prinzip. Niemand. Deine Lampe ist auch aus.
keiner sieht mich. Alles gut. Hast du vielleicht ein Wurfmesser bei dir? Nein. Das hast du leider nicht. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, euch beide lasse ich immer beim Leben. Es gibt für mich momentan keinen Grund, euch zu töten. Ich versuche auch nicht unbedingt jeden jetzt hier zu töten aus purem Sadismus, warum auch. Ich meine, gut, weil sie mich töten wollen. Ja, gut, das könnte man als Argument sehen. Aber nein, 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 nein. Okay, da oben sind zwei. Ist ganz schön hell hier, glaube ich. Aber ich kann euch hier umgehen. Ist ja noch einer. Hallo, hier bin ich. Sehr schön. Also mir gefällt es, dass ich bis jetzt wenige Leute wirklich getötet habe. Ich meine, das untere Stockwerk war das, beziehungsweise das obere Stockwerk war das. Das war noch nicht so prall, hätte ich ein bisschen besser noch sein können. Aber jetzt bin ich bis jetzt gar nicht mal schlecht. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen fortführen. Da sind... Oh, ist zu viel. 1, 2, 3. Einer läuft immer hier rum, okay. Einer ist ziemlich aufmerksam hier. Ich glaube, dich muss ich schon mal auf jeden Fall töten. Okay, der andere guckt gerade so ein bisschen. Ich finde super, dass übrigens Nachladen in solchen Spielen immer lautlos ist. Fantastisch. Ich werde gleich mal testen, ob ich noch ein Messer habe. Obwohl, der fällt sie wieder rein. Na egal. Tja, oder ich kriege einfach gar nicht. Guck, ob du ein Messer hast. Nee, hast du nicht. Eine Angelrute, okay. Ich glaube, hier gucke ich mich gleich ein bisschen um, wenn ich noch ein bisschen in die Gegend hier gereinigt habe von so Abschaum wie euch. So, warte mal. Hast du irgendwas dabei? Ja, Munition ein bisschen. Nehme ich natürlich gerne mit. So, jetzt natürlich hier hochzukommen, wird nicht so leicht, glaube ich. Oh, warte mal, ihr seid alle weg. Ja, dann wird es... Läufst du auf und ab, kann das sein? Ja. Na gut, das ist natürlich die exponierteste Lage, die ich jetzt irgendwie nur erreichen möchte. Ob ich es gewaltlos schaffe, war ich zu bezweifeln. Also Gewalt, mit tödlicher Gewalt meine ich jetzt. Da ist auf jeden Fall einer. Guck mal, ob ich ein Messer habe. C. Hab ich. Und hab's auch zurück. So, ist hier irgendwas? Oh, hier ist was drin. Ein neuer Eintrag. Gucken wir uns gleich an. Ne, gucken wir uns jetzt an. Tabulator habe ich doch. Ist das nicht neuer Eintrag, Tabulator? Wir hatten noch so eine Art Tagebuch hier. Das gehen wir gleich nochmal ein. Nachdem ich hier irgendwas gemacht habe, diese beiden Schalter. Ich glaube, es sind noch zwei Schalter von der ganzen Zeit auf. Und das werden die beiden Schalter wohl sein. Okay, bevor ich jetzt hier runtergehe, würde ich schon ganz gerne noch wissen. Wo ist da denn jemand? Achso, der Strom allgemein ist jetzt aus, okay. Der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Ja, du kommst irgendwie von dort. Okay. Okay, könnte man theoretisch auch nochmal raus oder rauf oder wie auch immer. Ich möchte ganz gerne jetzt wirklich mal diesen komischen Eintrag lesen. Ach, Tagebuch. 4. Hallo? Ja. Ein Freund. Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit ihm passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann nicht einfach im Stich lassen. Eintrag 1.
Im Grunde hat es in der Metro nie einen dauerhaften Frieden gegeben. Die Vereinigte Administration hielt nur für ein paar Jahre. Alles fiel in sich zusammen. Alles, als klar wurde, dass die Welt nicht mehr existierte, dass die Gerüchte über Präsident und Regierung, die überlebt haben und sich irgendwo im Ural versteckt halten, genau das waren Gerüchte, und dass Russland sich nicht mehr aus der Asche erheben würde. Danach kämpfte jeder nur für sich selbst. Die Stationen wurden zu Stadtstaaten und die Nachbarn von gestern zu erbitterten Feinden. Das Überleben in der Metro bedeutete Kampf. Das Überleben in der Metro bedeutete Kampf. Um Nahrung, Luft und jeden Zentimeter bewohnbaren Bodens. Nicht mal ein Viertel von jenen 2000 oder 200.000, die in der Metro ihre Zuflucht vor dem Weltuntergang finden, hatten überlebt. Wow, 200.000. Na gut, es war wahrscheinlich dicht drängt dann. Die Hanse, die Rote Linie, das Reich sind so groß geworden, weil sie stärker waren als die anderen und mit mehr Entschlossenheit gekämpft haben. Aber nicht in einem dieser 20 Jahre des Blutvergießens war in der gesamten Metro gekämpft worden. Was, wenn unsere kleine Untergrundwelt nun vor einem neuen, letzten Weltkrieg steht? Gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich einfach die letzten Typen hier suche. Ich weiß, es ist gerade für euch unglaublich dunkel, es ist für mich auch nicht gerade hell, muss man sagen. Also es ist mich auch sehr dunkel. Nö, ich gehe jetzt einfach da hoch. Beziehungsweise ich gehe einfach durch die Doppeltür, die ich gerade geöffnet habe. Und damit ist gut, würde ich sagen. Der Typ da hinten ist irgendwo scheinbar da hinten. Ja, ich weiß, man hätte mich ganz kurz sehen können. Ich werde übrigens versuchen, wirklich mal jetzt diese Folge mal drastisch heller zu rendern. Ich habe die letzten Folgen an sich schon relativ hell gerendert, weil ich schon dachte, dass Metro oder beziehungsweise dass es für euch auch sehr dunkel sein würde. Aber auch mal das nicht genügt. Also werde ich es mal noch heller rendern. Bitte sagt mir mal Bescheid, ob diese Folge hell genug ist für euch. Oh, verdammt, ihr verirrt. Wie steht man noch zu Okay. Das bricht. Ach, da singt der International, der junge Mann. Alle erreichen Bürger, die gerade nicht geschickt sind, werden die Gewalt daran teilzunehmen. Das war ja gemein. Wie gemein. So, Hab ich jetzt ausgemacht oder an? Ach, das ist. Okay, das ist ja. So ein Generator für so eine Lampe. Ach so, ach mal, das Ding habe ich ausgemacht. Ah, okay. Du musst dich jetzt selber nichts. Im Namen des großen Reichs wird der kommunistische Agent, der im verbotenen Bereich festgenommen wurde, zum Tode durch Erhängen verurteilt. Fickt euch! Nein! Kann ich den nicht retten? Keine Vertragsbestimmung! Denn lebe das Reich! Nein, 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 nein! Ach, verdammt. Jetzt bist du erledigt, Kommunist. Was? Habe ich nicht ein Messer eingeworfen? Ja, ich glaube schon. Aber ich er war wahrscheinlich in einer. Weg von hier! Das wird ja ein zweites Stalingrad! Ich hoffe doch nicht. Kann man das ausschalten? Come on. Oh Gott, nein! So, und los. Rennen, 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 rennen. Verdammt! Oh, ich dachte schon. Puh, geschafft. Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Polis heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Okay, jetzt wird offensichtlich gruselig, also beziehungsweise in der nächsten Folge. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.